Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Swords of Sin. So, ich habe hier rundherum alles mal noch freigelegt. So ein paar Glitzerritter wurden noch so zu einem kleinen Problemchen. Aber ansonsten haben wir das alles recht gut überstanden und zwei, drei Leute sind nochmal Level aufgestiegen. So, wir haben eine Buff-Orgie hinter uns. Und stiefeln jetzt mal in diesen Turm rein. Ich habe das letzte Mal gar nicht geguckt, wie das jetzt heißt. Aber das holen wir jetzt nach. Ja gut, das hatten wir schon gelesen. Ist nicht so, wie wir das kennen. Und wir gehen rein. So, wo sind wir? Okay, wir sind in einem Raumschiff. Macht irgendwie Sinn, ne? Okay, wir sind mutig und wir schreiten voran. Und ich habe Angst. Ich höre Dinge. Müssen wir uns wegen euch Sorgen machen oder nicht? Wir prüfen mal. Okay, wir haben richtig gut getroffen. Dann mach du mal bitte die Dancing Queen. Das hat auch richtig gut getroffen. So, Wachroboter Version 1.0. Dann will ich nicht wissen, wie die anderen Versionen sind. Wir treffen kein Stück, ne? Und wir sind gebufft. Wir haben eine Genauigkeit von 70. 63, 52. Also Sommer, du solltest treffen. Oder müssen wir jetzt diese alten Waffen verwenden? Vielleicht kann man die nur mit den alten Waffen verletzen. Moment, wir versuchen mal noch Dinge. Magische Natur, mach du mal. Das ist arg wenig, was wir hier treffen. Mach du mal Masse verzehren. Das hat auch sehr viel gebracht. Mach du mal... ja, Finger des Todes wird nicht deren Problem sein. Implosion. Oh, da waren es auch noch drei. Sehr schön. Könnte mal bitte irgendjemand von euch treffen? Dann halt nicht. So, was können wir mit dir noch tun? Du hast doch noch den feurigen Flegel. Ich glaube, wir treffen einfach nicht. Inferno. Wir haben noch null Schaden gemacht. Okay, Hä? Wo habt ihr jetzt den Schaden hergenommen? Hä? Muss man einfach nur schnell klicken oder was? Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber ist okay zuerst mal. Damit kommen wir irgendwie klar, denke ich mal. Hä? Meine Mama würde jetzt sagen, das heißt nicht hä, sondern wie bitte? Ja, Mama. Aber trotzdem, hä? Was war das jetzt? Genau, das weiß man nicht. Okay, einfach panisch zukloppen und dann wird das schon. Okay, Panik. Wo kommt denn ihr jetzt her? Hä? Ah, es sind die alten Waffen. Sie hat nämlich eine der alten Waffen an. Okay, das war der Beweis. Das war der Beweis. Dann geben wir das alte Langschwert an Sommer, nachdem er irgendwas anderes abgegeben hat. So. Es sind die alten Waffen. CS, kannst du mit einem Stab umgehen? Okay, dann zieh mal deine Diamant-Großaxt aus und zieh mal dieses Langschwert an. Ja, du kannst Stäbe. Zieh du den an. So, dann hätten wir noch einen Langbogen. Gib den auch mal an Sommer, weil er die meiste Trefferwertung hat. So, dann ziehen wir das Ding aus. Und das Ding an.
So, und dann haben wir, wie gesagt, noch einen Speer. Modikanus, kannst du mit einem Speer umgehen? Scheinbar schon. Okay, dann machen wir das Ding weg und zieh das Ding an. Und wieso trägst du eigentlich deinen Dolch nicht? Egal. Und du hast noch die Keule. Kann Shadow Keulen tragen? Ja, kann er scheinbar. Okay, ich weiß, das ist jetzt nicht so die erträumte Waffe, aber okay. So, und Jopscha macht dann halt ein bisschen Pause. Obwohl, wer hat von euch mehr Hit? Du hast 40, du hast 51. Nee, dann behältst du die Nahkampfwaffe. Okay, die alten Waffen sind das Thema. Okay, jetzt geht's mir besser. Ja, das ist am Anfang nicht aufgefallen, weil ich mit den beiden Magie gemacht hatte und deswegen haben wir uns erstmal gar keinen Schaden gemacht. Okay, Spiel, haben wir verstanden. Jetzt haben wir verstanden, warum wir die ganze Zeit diese Waffen gesucht haben. Das war ganz viele Erkenntnisse auf einmal. Ja, und ansonsten kommen wir hier klar. Ansonsten kommen wir hier klar. Okay, zumindest mit der Version 1. Wenn explizit Version 1 dran steht, wird es wahrscheinlich noch mindestens eine Version 2 geben. Aber da wollen wir jetzt zuerst mal nicht drüber nachdenken. Da ist irgendwas. Ich schaue jetzt erstmal da lang. Hier geht es auch noch ganz viel weiter. Oder hätten wir doch sollen zu dem goldenen Ding da gehen? Egal. Ah, es gibt scheinbar verschiedene Punkte, wo Alarm ausgelöst wird und dann kommen auch direkt Roboter. Okay, haben wir verstanden. Was aber nicht heißen wird, dass ich da nicht mehr auftreten werde. Weil das wäre nämlich dann zu viel verlangt. Hast du jetzt wirklich den Bogen an? Ja. Okay. Okay, dann gehen wir dann doch mal zu diesem... Wir scheinen irgendwas ausgelöst zu haben. Versuchen, die Falle zu entschärfen. Ja, bitte. Shadow natürlich. Und er hat versagt. Hat aber nicht so viel wehgetan. Wo ist denn jetzt die Münze hin? Hä? Hi. Ah, das sind jetzt 2-0. Die können auch Magie. Okay. Verstanden. Wir lernen. Was hast denn du eigentlich als Diebeskunst? 114. Na gut. So, ein bisschen gegenheilen und wir schauen uns um. Wo ist jetzt das goldene Dings dahin? Kommt mal zu uns ran. Mit dem Bogen haben wir bisher noch nicht getroffen. So, das hätten wir erledigt. Da ist so ein Terminal links. Quelle Omega 1 funktioniert. Keine Ahnung. Status online. Modus wartend. Security Code. Müssen wir jetzt da eins unserer Sternbilder eingeben? Wir hatten die ja... Ich weiß nur, in welcher Reihenfolge wir die bekommen hatten, aber die Reihenfolge war ja da beliebig, wo man die Türme ablaufen konnte. Aber wir suchen mal Canopus. Eindringling erkannt. Aktiviere Exterminationssubroutinen. War das jetzt schlimm? Wir versuchen es mal nochmal. Also Canopus war es nicht. Da hätten wir Vega. Okay, das war's. Dann mag ich das mal als erledigt. So. Security Clearance accepted. Das ist wahrscheinlich diese Extermination.
zwei Zweier, ein Einer. Okay, geht ja bisher. Da kommen noch welche. Komm mal bitte zu uns. So, haben wir auch. Ah, dann ziehen wir weiter. Dort waren wir noch nicht. Scheint aber ziemlich viel nichts zu sein. Ja. Ziemlich viel nichts. Geht's hier noch irgendwo links? Ah, da unten geht's noch weiter. Alles klar. Kommt mal. Da war um die Ecke auch so eine Konsole. Nee, da vorne war eine Konsole. Ah, dann gehen wir dort mal hin. Die Kontrollstation scheint nicht zu funktionieren. Vielleicht muss man die in einer gewissen Reihenfolge machen. Wir hatten zielsicher die erste gefunden. Behalten wir mal im Hinterkopf. Komm mal bitte zu uns. Bisher fühlen wir uns übermächtig, aber wir sind ja auch gebufft ohne Ende. Mal sehen, wie das am nächsten Morgen aussieht. Da ist wieder so ein Golddings. Ist das wieder eine Falle? Wir waren aber noch nicht in dem Goldding drin. Falle entschärfen, ja. So, diesmal waren wir erfolgreich. Was ist das? Ich klicke. Was tut nichts. Da ist noch so ein Konsolendings. Die funktioniert auch nicht. Da waren wir noch nicht. Das war eine Sackgasse. Transportraum. Zugang akzeptiert. Willst du in den Transportraum gehen? Nee, zuerst mal nicht. Sind vor uns noch... Ja, da sind noch unentdeckte Dinge. Da gehen wir zuerst mal noch hin, bevor wir hier irgendwo hin transportieren. Das könnte eine Reise ohne Wiederkehr werden. Würde ich dem Spiel zutrauen. Nee, da waren wir schon. Da sind nochmal Wachen. Komm mal her. Könntest du mal bitte mit deinem Bogen treffen? Mein lieber Sommer. Das fände ich cool. So, da hinter uns ist noch ein Gang. Wieder eine Konsole. Aber die funktioniert auch nicht. Also dann doch Transport. Wir transportieren mal. Ja, wir akzeptieren. So. Raumschiff Level 2. Wir haben wieder einen Alarm ausgelöst. Ich sehe euch. So, nur Einser. Sackgasse. Ihr seid mindestens ein Zweier. Yep. Oh, das waren Dreier, okay. Ein bisschen gegenheilen. Vor allen Dingen David hat mal wieder viel hier geschrien. David, wir müssen die Welt retten, weißt ja. So. Weiter geht's. Ich bin so aufgeregt. Ja, kommt mal bitte ran. Drei. Ja, die Dreier, die können ein bisschen mehr ab. Vatikanus, wieso trefft ihr nicht? Immerhin hat Shadow getroffen. Einmal bitte Shadow einmal. Okay. Was war das?
So, zuerst auch wieder grün. Da ist wieder so ein Münzending. Das ist bestimmt wieder nur eine Falle. Hi, kommt mal ran. 2 Einser. Ihr seid kein Problem. 3er sind ein bisschen problematisch. Aber das kriegen wir auch hin. Ich glaube, Magie kann man sich hier vollkommen schenken. So, die funktioniert nicht. Da geht was. Du siehst auf dem Bildschirm etwas, was wie ein Diagramm der Sterne oder Planeten aussieht. Du kannst ein paar wenige Worte ausmachen, auf die ein Pfeil zeigt. Oh nee, ein Pfeil zeigt auf einen der Sterne. Etwas wie Ursprung ist Orion. Ja, Orion ist auch wieder ein Sternbild. Schau mich mal auf. So. Was bringt uns das jetzt? Das scheint ein weiteres Passwort zu sein, aber wir haben von unseren 4 Stück erst 1 verwendet. Entschärfen, ja bitte. Hat nicht funzt, ist aber nicht so schlimm. Mach dir keinen Kopf deswegen. So, Omega 2. Das erste Terminal war Omega 1 gewesen. So, dann versuchen wir nochmal Canopus. Das war's nicht. Antares. Antares war es. Okay, damit haben wir 2 von 4 plus Orion. So, wir kommen ran. 2 Zweier, das sollte nicht das Problem werden. Ihr kommt mal bitte ran. Hackt doch nicht immer auf CS rum. Zuerst darf nur ich rumhacken. So, das war das. Läuft erstaunlich gut. So, dann da so irgendwo. Nee, hier geht's auf jeden Fall noch lang. Wo wollte ich jetzt hin? Darunter wollte ich. Da zurück. Dann da ums Eck. Wo kommt ihr her? Und dann gehen wir hier weiter. Ja, ich habe dich gesehen. So, ich will jetzt erstmal durch die Tür. Hinter der nichts ist. Wir sehen dich. Ja, für einen Dreier brauchen wir auf jeden Fall 2 Schläge. So, die funktioniert nicht. Einser können nicht zaubern. Das war wahrscheinlich einer der 2er, der mit Sicherheit in dieser Gruppe drin ist. Sag ich doch. So, ein bisschen Heilmana haben wir noch. So, Sommer kommt doch so klar. So, Alpha 1. Das andere waren Omega-Konsolen. Abteilung Hauptstromraum ist online und ist im Eindringling-Absperrung oder was auch immer. Also nicht zugreifbar. Okay. Das heißt, weil wir die Fallen ausgelöst haben. Die funktioniert nicht. Da ist wieder so ein Transportraum. Wir schauen es erstmal fertig. Hier scheint aber wieder nur viel nichts zu sein. Okay. Sind wir mutig und schlafen eine Runde? Nee, ne? Magie bringt uns eh nichts. Also wir haben da ein bisschen Mana. Mudikanos hat noch Mana. 280. Und der kann auch Naturheilung. Da kriegen wir noch einiges hin. Wir können noch ein bisschen weiter. So, wir nehmen den Transport an.
Zur Not spiele ich die Level wieder. Ja, wir haben wieder einen Alarm ausgelöst. Ich sehe euch. Dreier. Die jetzt besser down ging als vorher. Okay. Da ist wieder so ein Fallen-Dingens. Vor allem die Falle ist vor dem Goldding. Okay, wir haben versagt. Du hörst eine mechanische Stimme, die überall um dich herum zu sein scheint. Es kommt von den Wänden, der Decke. Wieso habt ihr mein Zentrum befallen, Krankheit? Ihr müsst ausradiert werden. Alle Eindringlinge werden ausradiert. Deine Bemühungen sind flüchtig, Mensch. Du bist weniger als perfekt. Deshalb musst du entfernt werden. Okay, das war definitiv eine Maschine. Komm mal bitte zu uns. Du siehst gefährlich aus. Okay, Jungs, ran da. Annihilator. Auslöscher oder so irgendwas, ne? Okay, wir haben dich ausgelöscht, mein Lieber. Huiuiui. So, Mana ist alle. Dann springst du ein. Das vor allen Dingen auch dich. Und Sommer sollten wir vielleicht hochhalten. Jupscha und David sind in diesem Level nicht so diejenigen, die man unbedingt braucht. Nehmt es bitte nicht persönlich. Das Spiel wollte das so. Und jetzt gerade bin ich Sommer dankbar, dass er mir zwei Kriege aufgeschwatzt hat. Also der menschliche Sommer, nicht der Halborg-Sommer. Da kommen noch welche. Arm. Teleportieren wir uns ran, ja, ne? Dann kannst du mit deinem Mana noch ein bisschen was anfangen. Und eventuell stehen wir dann mitten in der Hölle. Egal. Lüle. Hier sind's. Ah, wieder eine Falle. Entschärfen Shadow. Shadow, wieso haben wir dich mitgenommen? Du musst doch so ein paar Fallen entschärfen können. Junge. So, haben wir da noch was verpasst? Nee. Ich sehe die nächste Falle, die vorher ist, als sie scheint. So, wenigstens jetzt war erfolgreich. Einmal Druck aufgebaut. Funst. So, nochmal so ein Konsolendingens. Omega 3. Wir hätten noch Canopus und Speaker. Na, Canopus muss es dann sein. Hä? Orion? Hä? Hab ich mich irgendwie verschrieben? Vor allen Dingen, wir sollten uns vielleicht zuerst mal um das kümmern, was wir angelockt haben. Kommt mal bitte zu uns. Okay, das war's fürs Erste. Bei Vega und Ataris hatten wir schon. Habe ich mich irgendwie verschrieben? Speaker habe ich mit C aufgeschrieben. Das war's nicht. Und Canopus. Canopus. Ja, so kann man leveln, aber das bringt uns gerade nicht weiter. Ha? Hat sich da irgendjemand, der Fanentwickler, vielleicht bei irgendeinem der Wörter verschrieben?
genau, das weiß man nicht. Wir gehen in ein Häuslein. Ich kümmere mich nochmal um die Buffs und den ganzen Kram. Schau mal, ob wir noch leveln können. Und es läuft verdammt gut. Vielleicht zu gut, ich weiß es nicht. Bis gleich.